Viele Jahre sind vergangen, seitdem sich die Geschichte zugetragen hat, die ich euch hier erzählen möchte. Heute, da mein Haar grau und meine Beine müde geworden sind, erscheinen mir jene Dinge, die ich als kleiner Junge erleben durfte, weit entfernt und sehr verschwommen. Manchmal, in lauen Nächten, wenn der Mond voll am Himmel steht, sehe ich in meinen Träumen die tapferen Kameraden von einst, von denen viele bereits ihren Platz an Odins Tafel eingenommen haben. Mit ihnen erwachen in mir auch wieder jene Bilder aus den alten Tagen. Und es ist, als würde ich sie immer und immer wieder aufs Neue erleben. Jene Geschichte, die in einem kleinen Dorf an der Küste Grönlands ihren Anfang hat. Ich war damals etwa 12 Winter alt. Zusammen mit meiner Sippe und meinem Großvater lebte ich am Rande jenes Dorfes, in dem schon seit vielen Monden nimmer enden wollender Regen den Himmel verdunkelt hatte und eine ungewöhnliche Kälte die gesamte Ernte verdarben ließ. Es war eine Zeit der Finsternis und es schien, als hätten die Asen unser Dorf mit einem Fluch belegt. Doch dann, eines Tages endlich, ließ der Regen nach und die Sonne brach zwischen den Wolken hervor. Sie schien mit einer Kraft und Helligkeit, wie selbst die Ältesten es nie zuvor erlebt hatten. Plötzlich jedoch flog sie wie von Thors Hammer getroffen quer über den Horizont davon. Ein Stück von ihr brach ab und stürzte direkt auf meinen Großvater zu. Weit im Westen dann zerbarst die Sonne in 6 Teile, die zur Erde fielen. Wir hielten es für ein Zeichen der Asen. Und so brachen wir bald auf, jene Sonnenstücke zu suchen, um mit ihnen die Sonne wieder in unser Dorf zu holen. Die Reise war lang und barg allerlei Gefahren. Doch mit Hilfe der Götter hielt unser Schiff den Stürmen und Gezeiten der offenen See stand. Zahllose Tage und Nächte segelten wir umher. Und es war mein Vater, der schließlich das neue Land entdeckte. Es war ein Land so fruchtbar und reich, als würden die Götter selbst dort wohnen. Für uns gab es keinen Zweifel, dass wir endlich am Ziel waren. Doch bevor ich euch von den weiteren Abenteuern erzähle, möchte ich davon berichten, was sich zutrug, noch bevor wir unsere Reise beginnen konnten. Dort in dem kleinen Dorf an der Küste Grönlands. Hi ho und willkommen meine lieben Strategie- und Wikinger-Freunde. Ja, erst einmal... Genau, die Musiklautstärke auf Minimum schrauben, was nicht geht, weil sie schon, weil hier im Hauptmenü gar nichts geht. Ja. Und auch gleich mal die Grafik höher schrauben. Gut. Willkommen bei Kalchos. Einfach nur Kalchos. Dem einem Aufbaustrategiespiel mit knuffigen Wikingern. Und ja, irgendwie muss ich diesen Ton leiser kriegen. Ja, jetzt. Gut, es ist ein altes Spiel, was man ja schon am Hauptmenü merkt. Und daran, dass jetzt gerade die Musik einfach ausgegangen ist, da bin ich froh drüber, weil jetzt kann ich mich selber denken hören. Ja, Kalchos ist ein Aufbaustrategiespiel in Richtung Siedler. Wobei es stark anders ist als Siedler. Also es ist weniger so ein Standardstrategiespiel wie Age of Empires, wo man seine Dorfbewohner in Massen produziert und dann auf die Ressourcen loslässt und so weiter. Sondern hier hat alles mit Produktionsketten und Weiterverarbeitung, wie man es aus Siedler kennt, zu tun. Im Augenblick... lasse ich Kalchos als Wochenendprojekt laufen, da ich keinen Platz mehr habe für ein langes Projekt, also für ein Wochenprojekt, sage ich mal. Aber sobald ich dann wieder Platz habe, werde ich Kalchos umsiedeln auf ein Wochenprojekt.
Heute, jetzt in der ersten Aufnahmesession, werde ich mich mit dem Tutorial beschäftigen. Einfach weil die Kampagne, beziehungsweise die Kampagnen selber, die Entdeckung Vinlands und die Rache des Regengottes, recht lange sind und auch die Missionen recht lange dauern. Und ich denke, dass das Tutorial, da man das schnell machen kann, eher einen guten Eindruck vermittelt, worum es in dem Spiel geht und was euch so erwartet. Und ja, ich muss jedes Mal die Grafikeinstellung hochstellen, wenn ich das Spiel starte, übrigens, weil er es einfach nicht übernehmen will. Und im Hauptmenü ist sowieso nur 1024 x 768, also sehr hübsch, Auflösung. Soll es aber nicht weiter stören. Ja. Wie man gerade in dem knuffigen alten Intro gesehen hat, geht es um die Entdeckung Amerikas, die Vinland-Saga, in der Leif Erikson eben Nordamerika entdeckt hat. Nur um das noch mal zu sagen, also das ist die Entdeckung Vinlands, diese Kampagne. Und das hier, die Rache des Regengottes, ist die Kampagne der Expansion. Ja, damals gab es noch Expansions, keine DLCs. Wow. Aber ich rede jetzt schon wieder viel zu lange hier im Hauptmenü herum. Ich habe gesagt, wir beginnen mit dem Tutorial. Das Tutorial sind wirklich vier recht kurze Missionen, die einem einfach mal so erklären, wie das Spiel funktioniert. Da es doch recht komplex ist, das Spiel. Also Mission 1 ist bauen und Arbeiter zuweisen. Mission 2 ist halt Produktionsketten und Erfahrung für die Arbeiter sammeln. Mission 3 ist Insel erkunden und Handel treiben. Und Mission 4 ist dann, genau, Kampf und Diplomatie sieht man hier unten ganz gut. Also hier in dem Bereich. Tutorial 1 ist die Grundlage des Spiels. Tutorial 2 ist Aufbau von nachwachsender Nahrungsversorgung, also Produktionsketten richtige. Tutorial 3 ist Handel mit anderen Völkern und 4 ist Kampf und Diplomatie. Wir starten jetzt in 1 rein. Kriegen nach dem Ladebildschirm erstmal einen hübschen Willkommenstext. Herzlich willkommen beim ersten Cultures-Tutorial. Auf einem kleinen freundlichen Einland landen einige Wikinger. Nach der beschwerlichen Überfahrt ist diese Insel ein wundervoller Anblick für die erschöpften Normenmänner. Odin sei Dank seufzt der Anführer sorgenvoll, gerade gegen unsere Nahrungsmittel zur Neige. In freudiger Erwartung stehen die Frauen an der Leding, während die Männer das Schiff auf dem fremden Strand ziehen. Um den Einstieg in das Programm zu erleichtern, würde ich diese kleine Einführungsmission Schritt für Schritt durch die ersten Grundlagen des Spiels begleiten. Am linken Bildschirmrand findest du einen Knopf mit einem Fadensymbol. Hier kannst du die Missionsziele noch einmal anzeigen lassen. Wenn du dich genau nach den Anleitungstexten richtest, erhältst du in den vier Tutorials die nötigen Grundlagen, auch um im weiteren Spielverlauf hier noch diese große Aufgabe bewältigen zu können. Tipp: Baue vor allem nur diejenigen Gebäude, die verlangt werden, da ansonsten die vorhandenen Rohstoffe nicht ausreichend werden. Kümmere dich vorerst nicht um die Meldung, dass Frauen heiraten wollen. Dazu werden wir dann im weiteren Verlauf des Tutorials noch kommen. Klicke nun bitte auf Weiter. Ein unbekanntes Land, unentschlossene Wildnis liegt vor dir. Voller Tatendrang stehen die Wikinger vor ihrem Schiff, das sie als ihr Hauptanker zum Schutz vor Stürmen an Land gezogen haben. Ralf, Anführer des Stammes, weiß, was zu tun ist. Jemand muss auf die Jagd gehen. Hier gibt es genug Wild, um uns vorerst alle satt zu machen. Nur um Ralfs Rat zu befolgen, brauchst du einen Jäger und natürlich eine Jagdhütte, von der aus er auf die Pirsch gehen und in der er seine Beute lagern kann. Es kann nicht auf jedem Terrain gebaut werden. Die helleren Flächen, die erscheinen, wenn man einen Baubefehl gegeben hat, zeigen die möglichen Bauplätze an. Die dunklen Flächen sind für das gewählte Gebäude als Bauplatz ungeeignet. Wähle einen Platz stets mit Bedacht. In unserem Fall geht nicht so weit weg vom Hauptplan, dass der Jäger seine überflüssige Beute bringen wird, aber auch nicht so weit weg vom Wild, das er jagen soll. Je größer die Entfernungen sind, desto mehr Zeit verlieren deine Wikinger durch die Wege, die sie zurücklegen müssen. Jeder muss also eine Jagdhütte bauen. Es war Ralfs Idee, also macht er den Anfang. Sage Ralf, was gebaut werden soll. Klicke ihn dazu mit der rechten Maustaste an und wähle das gelbe Symbol mit dem kleinen Hammer über dem Haus. Du siehst nun alle Gebäude, die momentan gebaut werden können. Wähle das Jägerzelt aus. Baue das Jägerzelt. Ralf beginnt nun das Haus zu bauen und Sven hilft ihm dabei.
Dazu bedienen Sie sich der knappen Vorräte vom Schiff. Schließe das Briefingfenster mit dem goldenen X-Knopf oben, dann geht das Spiel los. Ja, nein, Einstellungen sind hier oben. So. Machen wir die Musik mal leiser. Hoffentlich. Gut. Wir sind also im ersten Tutorial. Hier ist unser Hauptlager in Form eines Schiffs. Wenn wir drüber fahren, sehen wir, was so gelagert ist. Wenn wir es anklicken, sehen wir genau, was gelagert ist. Hier unten. Also wir haben 10 Eisenwerkzeuge, 20 Holz, 20 Leder, 20 Lehmklumpen, 30 Nahrung, 20 Stein, 8 Schuhe. Also ja, so was wir so brauchen. Und es hieß, wir sollen auf Ralf rechts klicken. Dann kommt das Kontextmenü für die jeweilige Person. Beziehungsweise das... Ne, es geht nur auf Person leider, auf Gebäude nicht. Das Kontextmenü für die Person, das ist sehr wichtig eigentlich, dieses Kontextmenü. Hier können wir ihnen hauptsächlich Berufe zuweisen, Arbeitsplätze, Wohnhäuser und so. Also ja, jede Person in unserer Siedlung braucht ein Wohnhaus. Wir wollen jedoch jetzt mal ein Jägerzelt bauen. Da wir nicht viel aufgedeckt haben und hier ein bisschen Wald ist mit Hasen, bauen wir hier das Jägerzelt hin. Das kostet uns 3 Holz und 1 Leder. Und man sieht, wie unsere beiden Bauarbeiter sind sie. Also Ralf und Sven sind von Anfang an Bauarbeiter. Unsere beiden Frauen hier, Halfried und Gudrun, haben keine Jobs. Die kümmern sich nachher um bestimmte andere Dinge. Während die Männer die schwere Arbeiten erledigen. Wie Gebäude bauen. Was sie gerade jetzt tun oder nachher auf die Jagd gehen. Oder später andere Sachen. Wie Holz fällen. Oder in den Krieg ziehen. So. Und man sieht auch, wenn man so über, also wenn man über Set hovert, dann steht da, wie viel Prozent es fertig ist. Und wenn man über unsere beiden Bauarbeiter hovert, sieht man unter ihrem Namen und unserem Beruf eine Prozentanzeige. Was das ist, dazu komme ich später, beziehungsweise kommt das Tutorial später. So, Jägerzelt ist fertiggestellt. Jetzt müsste eigentlich gleich wieder eine Nachricht für uns aufploppen. Bau ein Jägerzelt, ja. Haben wir gemacht. Ja, das Tutorial hat ein bisschen Verzögerung, was die Aktualisierung angeht. Aber normalerweise müsste es gleich passieren. Na komm. Ja, das neue Jägerzelt ist fertig. Zufrieden schauen Sven und Ralf auf ihr Werk. Doch wer soll nun auf die Jagd gehen? Weder zu Sven aus und weise ihn mit dem Zahnradsystem im Aktionsmenü den Beruf des Jägers zu und schicke ihn zum Arbeiten in das Jägerzelt. Tipp, wenn du Sven den Beruf des Jägers erlernen lässt, leuchtet am Anfang das Jägerzelt hell auf, während die übrige Fläche dunkel wird. Das zeigt dir an, dass Sven als Jäger nur in diesem Gebäude arbeiten kann. Klicke nun auf das Jägerzelt, um seinen neuen Arbeitsplatz zuzuweisen. Alternativ klicke im Aktionsmenü auf das Hammer-Symbol und schicke ihn manuell in das Jägerzelt. Wenn du alle Schritte richtig ausgeführt hast, geht er schon bald auf die Jagd und sorgt für frische Nahrung und das Nebenprodukt für Leder. Mache Sven zum Jäger und weise ihm die Jägerhütte zu. Beobachte, wie er zum Jägermeister wird. Tolles Wortspiel, also er wird nicht besoffen. Während Sven du den Beruf des Jägermeisters erlernen, kannst du ihn beim Jagen beobachten.
Im Figurenfestival kannst du dich mit den Anzeigen vertraut machen und verfolgen, wie seine Erfahrung zunimmt und er bei 100% längerem Erfolg zum Jägermeister wird. Wenn es soweit ist, ertönt ein feierlicher Tusch. Also, Sven kriegt einen neuen Beruf. Das ist, genau, über das Zahnradsymbol wechselt man den Beruf. Im Augenblick können wir ihn nur zum Zivilisten machen. Die tun eigentlich gar nichts. Bauarbeiter bauen Häuser. Jäger ist klar und Kundschafter. Das kommen wir später noch dazu, was das ist. Jo. Man braucht natürlich auch immer einen Arbeitsplatz, bevor man jemanden zuweisen kann. Das kleine Schild hier jetzt neben der Jägerhütte zeigt an, dass die Jägerhütte besetzt ist, also dass jemand dort arbeitet. Wie wir sehen können, Sven. Und was macht Sven jetzt? Er holt sich erstmal Eisenwerkzeug, weil er mit dem besser arbeiten kann. Während Sven ein bisschen jagt, wir können ihm zugucken, können wir mal auf die ganzen Sachen hier eingehen, also auf sein Interface. Hier oben haben wir ein Herz, das sein Leben repräsentiert. Das sehen wir auch hier. Also wenn er Hunger leidet, dann oder angegriffen wird von irgendwelchen gefährlichen Tieren oder von feindlichen Soldaten, dann verringert sich das Herz. Darunter sehen wir seinen Beruf und seine Erfahrungsleiste. Genau, die füllt sich, wenn er eben arbeitet. Also in dem Fall, wenn er Leder und Nahrung ins Jägerzelt bringt. Dann die Anzeige, wie er ausgerüstet ist, also ob er einen Arbeitsplatz hat, ob er Werkzeug hat und wie haltbar das ist, ob er Schuhe hat, ob er eine Wohnung hat, ob er verheiratet ist und was in seiner Wohnung zur Verfügung steht. Dann hier unten so sein Log, was er gerade macht, wie oft er gearbeitet hat und so weiter. Hier unten sehen wir seine Bedürfnisse. Also Nahrung, Schlaf, Unterhaltung und Religion, wobei Religion nur für Waffenschmiede wichtig ist später. Hier sehen wir auch, welche Sachen Einfluss auf was haben. Also Schuhe und Geschirr auf Nahrung, Schuhe und Möbel auf Schlaf, ein Partner auf Unterhaltung und Öl auf Religion. Und hier seitlich können wir die Sachen boosten, also skillen, dass die Leute noch besser werden. Zum Textanfang. Sven ist nun Jägermeister. Stolz trägt er als sichtbares Zeichen seines neuen Standes seinen edlen Hut. Als Meister wird er nun wesentlich schneller arbeiten können und seine Erfahrungen können später in einer Schule auch an andere Arbeiter weitergegeben werden. Lass Ralf nun ein Wohnzelt in der Nähe des Jägerzelts bauen. Tipp, deine Wikinger müssen essen, schlafen und brauchen Gesellschaft. Wenn Sven nicht mehr im Freien schlafen muss, wird er wesentlich erholter und zufriedener an die Arbeit gehen und insgesamt weniger Ruhepausen einlegen müssen. Dadurch erhöht sich seine Leistungsfähigkeit erheblich. Baue ein Wurzelt. Ralf beginnt nun, das Haus zu bauen. Dazu müssen wir wieder Vorräte vom Schiff, Leder, das Sven gejagt hat und hat und auch abgebrochene Äste aus dem Wald. Ja, das finde ich auch ein nettes Gimmick. Wir können auch mal jetzt über das Baumenü hier oben bauen. Das ist übrigens so ein Beobachtungsfenster, wie wir es aus anderen Spielen dieser Altersstufe kennen. So, ein Wohnzelt. Das sollte natürlich direkt neben dem Jägerzelt stehen. Dass Sven nicht so weit laufen muss. Ach ja, und wir haben die Meldung gekriegt. Sven hat einen neuen Beruf, Jäger, erfunden. Also das hier ist eine Krone, kein Fußabdruck. Ich habe das früher immer für einen Fußabdruck gehalten. Aber es ist eine Krone. Und man sieht, Sven trägt jetzt den Hut, der im Tutorial erwähnt war. Währenddessen holt Ralf wirklich Holz aus dem Wald zum Bauen. Das ist nämlich übrigens auch ein nettes Gimmick. So Holzreste, also solche Sachen, wie hier rumliegen, so Äste, können wirklich als Bauholz verwendet werden. Genauso wie die Bärenbüsche hier als Nahrung verwendet werden können. Und Ralf jetzt ein Baumeister ist. Er kriegt wahrscheinlich gleich seinen Hut. Sobald er mit der Bauanimation fertig ist, ja. Und da er gerade näher da ist, holt er Holz aus dem Lager.
Währenddessen sorgt unser guter Sven hier für mehr Nahrung und mehr Leder. Im ersten Teil ist Leder sogar recht wichtig. Also es gibt von Cultures auch einen zweiten Teil und mehrere unter Standalone-Add-ons vom zweiten Teil. Teilweise. Da ist Leder nicht mehr ganz so wichtig, wie es hier ist. Hier brauchen wir Leder wirklich, um Zelte zu bauen, was auch Sinn macht. Übrigens, dadurch, dass Sven jetzt Jägermeister ist, was immer noch ein bisschen lustig klingt, müsste er jetzt auch mehr Nahrung und Leder aus so einem Kadaver rausholen. Also ein Kaninchenkadaver bringt zwei Teile, wie man sieht. Eins schleppt er jetzt gerade ins Zelt, das andere liegt noch darum. Ne, bringt trotzdem nur eins. Okay, habe ich mich wohl getäuscht.